Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wir wollten ja präsentieren, wie der Prozess ist und wie die Organisation arbeitet. Deswegen möchte ich einmal ganz kurz meinen Bruder fragen, erzähl uns mal von dem heutigeren Schritt und was sagst du dazu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie gesagt, diesen Prozess haben wir euch Geschwister zu Hause versprochen. Wir haben uns das auch vorgenommen. Alhamdulillah hat es auch geklappt, dass diese Geschwister dieses Essen bekommen. Sieht so aus, dass die, wenn man alles zusammenrechnet, 20 Kilo bekommen. Wie gesagt, das ist eine große Menge. Die anderen Hilfsorganisationen, die Bekannten, die geben nicht so viel raus. Deswegen sind auch die Brüder, die hier, wie ich schon erwähnt hatte, jahrelang sind es ein Dorn für die im Auge, dass sie so eine große Menge rausgeben. Das ist schon mal so der Schritt, erster Schritt hier. Alhamdulillah, also das ist eines der wichtigsten Schritte oder der Prozess beim Austeilen. Aber generell, wer bekommt es? Das sind, subhanallah, danke für diese Frage. Das ist so, dass diese Geschwister, die jetzt im Hintergrund die zu sehen sind, das sind Leute, die hier ganz frisch eingetroffen sind. Das sind nicht die, wo hier seit Monate oder jahrelang registriert sind. Nein, das sind die Leute, die in 80 Kilometer, 100 Kilometer marschiert sind, hier jetzt frisch angekommen sind, weil keine Organisation registriert sind. Deswegen, die kommen hierher, Alhamdulillah, und das wird die inshallah ein großes Stück weiterbringen. Vielen Dank dafür, dass du uns inshallah so schön erklärt hast. Mit wem arbeitet ihr in Deutschland zusammen? Also die Arbeit, wie gesagt, ist damals, Alhamdulillah, diese Idee ist da gestartet, als wir den Aufruf in Braunschweig gemacht haben. Und Alhamdulillah, wie gesagt, der Sheikh Abu Anas, wie er auch damals erwähnt hat, hat er die Schirmherrschaft hier auch darüber. Er ist immer genauestens informiert über diese Sache. Alhamdulillah, seitdem ist auch die Sache noch stärker ins Rollen gekommen. Möge Allah ihn dafür belohnen. Wie ihr hier im Hintergrund seht, haben wir uns auch unser Versprechen gehalten. Denn der Prophet sagt in einem Hadith, Ayatum Munafiq Thalasu, Ida Haddatha Kaddaba, Wa Ida Wa'ada Akhlafa, Wa Ida Thummina Khana. Das heißt, es gibt drei Zeichen, in denen man den kleinen Munafiq sieht. Unter anderem, also diese drei heißt ungefähre Übersetzung. Wenn jemand spricht, dann lügt er. Wenn ihm was anvertraut wird, ja, Alhamdulillah, habt ihr uns dieses Geld anvertraut, dann veruntreut er diese Sache. Und wenn er was verspricht, wir haben diese Sache versprochen, dass wir sie ausführen werden, dann bricht derjenige. Also das sind die drei, unter anderem drei Zeichen, wie man einen kleinen Munafiq erkennt. Möge Allah uns von diesen Sachen und von den großen Schirk auch und die großen Zeichen von Munafiq auch bewahren. Barakallahu fik. Wir würden gerne noch wissen, hier vor Ort, wie war die Zusammenarbeit mit der Organisation? Alhamdulillah. Also in erster Linie, Allah, diese Brüder, die wir lieben sie für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie sie uns empfangen haben, das kann man nicht hoch genug anschätzen. Die haben uns von hier und inshallah bis zu Ende werden sie uns betreuen. Die haben uns so weit unterstützt, dass sie uns hier die Sachen gezeigt haben. Sie haben uns die gewisse Positionen oder Vorgänge, wie sie arbeiten, haben sie uns genauestens vorgestellt. My Ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray. If we are to bring back the glory of His will. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin. Ich wünsche euch ein gesegnetes Fest, liebe Geschwister in Deutschland und weltweit. Wie ihr hier im Hintergrund seht, seht ihr die Familien, die profitieren auch von euren Spenden. Und inshallah haben die somit ein gesegnetes Fest, damit wir nicht nur in Deutschland und in anderen Ländern feiern. Und so haben die auch einen Grund zu feiern mit diesen Mitteln, mit dem ihr gesponsert habt. Wie ihr im Hintergrund seht, erst haben die Frauen angefangen, danach werden die Männer drankommen. Und diese Leute, subhanallah, es sind geschätzte 40, 45 Grad, die stehen stundenlang in der Sonne, warten in der Schlange, warten auf dieses Aufruf, dass es losgehen kann, sind lange hierher gelaufen. Und alhamdulillah, ich denke, man kann in einem oder anderen Gesicht auch die Freude sehen.
wie die Familien sich hier freuen. My Ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. Look at where we were, look at where we are, tell me, is this how he wanted to be? Oh no. Let's bring back our glory. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Ya Rabbi, let the Ummah rise again, let us see daylight again, once again. Oh, 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 oh. Straight from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray. If we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again, let us see daylight again. Once again, let's become whole again, proud again, 'cause I swear with firm belief in our hearts, we can bring back the glory of our past. My Ummah, My Ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. Look at where we were, look at where we are, tell me, is this how he wanted to be? Oh no. Let's bring back our glory. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rahman, Ya Ya Rabbi, let the Ummah rise again, let us see daylight again,
once straight from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray. If we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Let us see daylight again. Once again, let's become whole again. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم meine Geschwister in Deutschland und überall. Subhanallah. Schaut euch mal diese Situation an. Und es sind nur 500 Familien, die neu da stehen, und es kommen so vor wie 10.000 Familien. Dieses Projekt, den die Moschee gestartet hat, das läuft seit 2 Monaten, Subhanallah. Sie geben ca. 20 Kilogramm raus. Und das ist eine kleine Moschee. Eine ganz kleine Moschee, die vielleicht Anhängerzahl von 4000 Leuten hat. Wenn man es misst mit den UN und alle diese Hilfsorganisationen, Subhanallah Malik, man sollte sich wirklich schämen. Die UN hat sich einen Namen gegeben, den sie nicht tragen kann. United Nations. Wie? Vereinte Nationen, Subhanallah. Wie wir erfahren haben, sie geben 3 Kilogramm Reis. Verzeiht mir, nicht 3 Kilogramm Reis, 3 Kilogramm Mais. Subhanallah Malik. Und was die Brüder hier geben, seit 2 Monaten, das ist eine Arbeit, die nicht endet, aber sie geben nicht die Hoffnung auf. Das ist eine Arbeit, Subhanallah, von wenigen Leuten. Wenn man sich anschaut, diese wenigen Leute, was sie erreichen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Meine lieben Geschwister, diejenigen, die sich Muslime nennen, wacht auf, vertraut auf Allah, hilft den Geschwistern. Derjenige, der sagt, der hat kein Geld, gib deine Kraft, gib deine Kraft, gib deine Kraft. Und ich sag's nochmal, gib deine Kraft für hier. Komm hierher, hilf den Leuten. Du sagst, du hast keine Kraft, inshallah, mach Dua. Heb deine Hand hoch oder dein Herz ist tot. Heb deine Hand hoch oder dein Herz ist tot. Und Wallahi, meine lieben Geschwister, ihr solltet wissen, dass Allah uns in Yom Qiyamah fragen wird. Allah wird uns am Yom Qiyamah fragen, was haben wir mit diesen Leuten gemacht? Al-Haq, Wallahi, Al-Haq. Diese Leute haben Recht auf uns. Deswegen sollten wir Wallahi uns schämen. Viele Leute, die geschlafen haben gestern, sollten heute aufwachen. Diejenigen, die sagen, mein Herz spürt was und ich möchte hierher kommen. Oder ich möchte 1 Euro spenden. Oder ich möchte eine Dua machen. Möge Allah sie gentle Fardos geben. Möge Allah sie gentle Fardos geben. Und ich bitte Allah nochmal darum, möge Allah sie gentle Fardos geben. Und somit, meine lieben Geschwister, schaut euch das an, inshallah. Und weint aus dem Herzen heraus. Und weint aus dem Herzen heraus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.